Heute ist es endlich soweit. Die Daten zur Inflation in den USA kommen. Das wird alle Märkte maßgeblich beeinflussen, ob Aktienmärkte in den USA, Europa oder wo auch immer, ob Anleihemärkte, ob Rohstoffmärkte. Das ist die wichtigste Zahl, die derzeit am Markt zu haben ist. Denn die Fed hat klar gemacht, man wird data-dependent agieren, wird sich also die Daten anschauen. Und die nächste Fed-Sitzung ist erst am 19. September. Es ist also viel Zeit, sich mit diesen Daten zu beschäftigen und darauf zu reagieren. Und die Märkte waren ja in den letzten Wochen, jetzt seit Mitte Juni könnte man sagen, wieder etwas optimistischer geworden, nachdem es zuvor runtergegangen war. Da war dann plötzlich die Stimmung am Boden, die Investoren hatten Absicherungen sich ins Depot gelegt und dann kam diese Rallye, die in weiten Teilen durchaus auch ein Short Squeeze gewesen ist und jetzt ist wieder Optimismus angesagt. Allerdings haben wir nach gutem Start in die Woche dann Rücksetzer gesehen und die Charts wirken ein bisschen angeschlagen. Dieses Wechselspiel zwischen Fed, Inflation und den Charts, das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Meine Damen und Herren, starten erstmal mit der Erwartung heute 8,7%. Das wäre ein Rückgang im Vergleich zur Zahl des Vormonats von 9,1%, die ja viel höher war als erwartet. Heute also 8,7% erwartet, das wäre dann doch eine gewisse Erleichterung. Aber 8,7% ist angesichts von Zinsen von 2,5% in den USA und 0,5% in der Eurozone, braucht man gar nicht reden, ist es natürlich nach wie vor ABC hoch. Und Morgan Stanley sagt hier, die Märkte unterschätzen die Stickiness. Also irgendwie diese Dauerhaftigkeit, diese Hartnäckigkeit der US-Inflation und die Bereitschaft der Fed, diese auch wirklich zu bekämpfen. Interessant ist, dass wir im Gegensatz zu den Veröffentlichungen der letzten Monate nicht vom Weißen Haus gehört haben, dass die Inflation sehr hoch sein dürfte. Also diesmal hat dieser Hinweis gefehlt. Gutes Zeichen für die Bullen, die natürlich dann profitieren würden, wenn die Zahl niedriger wäre, die Headline-Inflationszahl. Aber es wird heute auch auf etwas anderes ankommen und das will ich hier gleich mal zeigen. Zunächst nochmal hier das Modell, Real-Time-Tracking-Modell Inflation von der Cleveland Fed sagt, 8,82% dürfte die Inflation sein. Mal sehen, wir wissen es nicht. Jedenfalls ein Punkt, warum die Inflation niedriger ausfallen könnte, sind natürlich die gesunkenen Benzinpreise. Wir waren im Juni, Mitte Juni, waren wir ja praktisch bei 5 Dollar pro Gallone. Jetzt sind wir etwa bei 4 Dollar pro Gallone. Also das ist fast ein Dollar, der hier runtergekommen ist. Und das ist natürlich wichtig in Sachen Inflationsentwicklung. Das dürfte ein zentraler Punkt sein. Aber es gibt auch die sogenannte Kerninflation, also die Inflation ohne Nahrung und Energie. Und wenn wir hier uns mal oben in der Grafik die Prognose anschauen, dann liegen wir da bei 6,1%. Im Vormonat waren wir bei 5,9%. Das würde bedeuten, dass die Kerninflation, also Inflation ohne Nahrung und Energie, nach oben gehen würde. Und damit wäre der Trend umgekehrt. Da hatten wir jetzt in den letzten drei Veröffentlichungen nämlich Rückgänge gesehen bei der Kerninflation. Diesmal also die Erwartung, dass die Kerninflation weiter steigt. Ein Punkt, der für die Fed sehr, sehr wichtig ist. Denn wie jetzt gestern James Bullard von der St. Louis Fed gesagt hat, wir könnten vielleicht, so Bullard, eine Erleichterung sehen bei der Headline-Inflation. Aber worauf wir achten, ist die Kerninflation, also die PCE. Inflation, Personal Consumption Expenditure, wie PCE abgekürzt wird, denn er sagt, wir haben die Energiepreise ignoriert auf ihrem Weg nach oben und ignorieren sie auch jetzt auf ihrem Weg nach unten. Man sagt ja seitens der Notenbanken, Energie ist eben sehr volatil, das lassen wir mal besser raus und dementsprechend reagiert man nicht drauf. Aber das wird jetzt eben auch wichtig heute, die Kerninflation, die wird zu beachten sein. Wichtig auch natürlich, wie schaut es denn überhaupt zum Vormonat aus? Hier ein Anstieg von plus 0,2% erwartet. Was könnte noch gegen eine hohe Inflationszahl sprechen? Etwa die NFIB Price Plans, also praktisch kleinere Unternehmen, die befragt werden, ja, wie schaut es denn mit deiner Preisgestaltung aus? Wirst du die Preise anheben oder senken? Und hier sehen wir doch, dass die Dynamik, die Aufwärtsdynamik deutlich zurückgekommen ist, ebenso wie bei den US Online Prices, also praktisch bei den Preisen, die für Online-Käufe aufgerufen werden. Da haben wir jetzt im Juli das erste Mal einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar. Also hier
Benzin und kleinere Firmen, die Preissetzungsmärkte plus eben online, das könnte die Zahl ein bisschen nach unten revidieren lassen oder eben diese niedrige Zahl vielleicht schon mal ankündigen. Was sagen die Analysten? Da sehen wir, die schwanken, naja, zwischen so 8,5 und 9,0%. Kein einziger erwartet also, dass die Zahl jetzt über 9,1% liegt, wie im letzten Monat. Alle erwarten also einen Rückgang. Konsenserwartung, wie gesagt, 8,7%, 8,8%, da sind die meisten Analysten in diesem Camp. Und nochmal zurück zu James Ballard, der, und das ist ja die Frage, was macht die Fed, wenn wir bei 8,5% sind? Ja, also etwas weniger als erwartet. Würde das wirklich die Haltung der Fed ändern? Ist das wirklich dann der entscheidende Unterschied, den wir da sehen? Jedenfalls hat Ballard nochmal klar gemacht, ich will die Zinsen, die Leitzinsen bei 4% sehen im Dezember. Wie gesagt, derzeit sind wir bei 2,5 bis 2,75%. Wenn wir in der nächsten Sitzung September nochmal 0,75% sehen würden, dann wären wir schon mal über 3%, würde aber dann nach wie vor noch was kommen. Und hier hat Ballard nochmal gesagt, wir werden die Zinsen higher for longer halten, also höher für eine längere Zeit, wenn eben die Daten weiter hoch bleiben. Also das ist etwas, wo man doch sehr überzeugt ist, nachdem die Fed ja die Inflation negiert hat, ignoriert hat, klein geredet hat, als vorübergehend bezeichnet hat, ist man jetzt offenkundig umso schärfer bei der Bekämpfung. Und wenn die Daten nichts anderes zeigen, wird die Fed eben ihren Kurs hier fortsetzen, auch wenn möglicherweise wir Peak Inflation schon gesehen haben, also den höchsten Punkt gesehen haben. Die Frage ist aber, wie schnell geht sie runter? Wird sie wirklich so schnell runtergehen? Die San Francisco Fed bezweifelt das. Da sagt man, ja, also wir haben jetzt im letzten Jahr einen starken Anstieg der kurzfristigen Inflationserwartungen gesehen. Und das führt dazu, dass dann Arbeitnehmer in der Regel von ihren Arbeitgebern höhere Löhne verlangen, die Arbeitgeber diese höheren Löhne zahlen müssen, eben weil der Arbeitsmarkt relativ eng ist, aber dann eben natürlich versuchen, diese höheren Kosten, die sie damit haben, an die Konsumenten weiterzugeben. Das hier ein neues Papier der San Francisco Fed. Was müsste passieren, damit die Inflation deutlich nach unten kommt? Hier sehen wir mal verschiedene Szenarien. Wo würden wir landen, wenn wir jetzt monatlich welche Veränderung in der Inflation hätten? Würden wir keine Veränderung mehr in der Inflation haben zu den jeweiligen Vormonaten, also CPI immer bei 0,0%, dann wären wir so um und bei im Mai 2023 nur noch bei 3,1%. Hätten wir dagegen monatliche Anstiege von 0,3%, dann wären wir im Mai 2023 bei 5,9%. Hätten wir 0,6% monatliche Anstiege, wären wir bei 8,8% und 0,9% Anstiege wären wir bei 11,7%. Eher unrealistisch, aber so diese 0,3, 0,2% Anstiege, die könnten sich fortsetzen, dann wären wir also im Mai 2023 immer noch bei 6%. Das ist weniger als jetzt im letzten Monat 9%, aber das heißt ja nicht, dass die Dinge günstiger werden, sondern dass der Preisanstieg nur etwas weniger schnell passiert. Aber es ist nach wie vor eben ein Preisanstieg und dieser Preisanstieg, der sorgt dafür, dass die Amerikaner offenkundig Zweit- und Drittjobs annehmen müssen, wie die Arbeitsmarktdaten gezeigt haben, dass sie offenkundig bestimmte Ausgaben jetzt schon nicht mehr tätigen, etwa für Dinge, die nicht wirklich essentiell sind. Das haben die Zahlen etwa von Nvidia gezeigt, wo man sagt, bei PC-Games, da ist sozusagen eine gewisse Flaute erkennbar. Ein Punkt, der für höhere Inflation jetzt in den heutigen Daten sprechen könnte, das sind CPI Shelter und Homeowners Equivalent Rent. Ich hatte mehrfach schon gesagt, die sind ja so 6-9 Monate verzögert. Das heißt, wir kriegen jetzt bei den heutigen Daten aus dem Juli letztendlich Entwicklungen wahrscheinlich zur Jahreswende um und bei des Vorjahres, also hier Jahreswende 2021-22. Das ist natürlich ein bisschen schräg, aber es ist der Fall. Dementsprechend Aufwärtsdynamik möglicherweise für die Zahlen durch die Homeowners Equivalent Rent, die schon allein ein Drittel der gesamten Inflationsberechnung eben ausmacht. Und hier sehen wir nochmal Energie, das ist eben ein Punkt, der dagegen spricht. Hier sehen wir den Benzin-Future, der noch massiver gestiegen war als die Inflation, seitdem aber deutlich nach unten gekommen ist, jetzt wieder eine kleine Erholung macht. Benzinpreise ja, wie gesagt, in den USA sehr wichtig. Die Amerikaner müssen jetzt etwa $100 Millionen weniger
ausgeben für Benzin pro Tag als noch Mitte Juni. Und jetzt ist natürlich dieser Benzinpreis auch für Joe Biden ein zentraler Punkt. Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Inflationserwartung, aber vor allem auch für seine Zustimmungswerte, die bekanntlich ja nicht allzu hervorragend ausschauen. Jetzt hat er ja diesen Inflation Act durchgebracht, allerdings wird er für die Inflation relativ wenig bringen. Also das Versprechen, dass mit dieser Gesetzgebung dann die Inflation wirklich nach unten geht, die ist letztendlich Augenwischerei. Aber eins ist klar, das haben gestern die Produktivitätsdaten und die Arbeitskostendaten aus den USA gezeigt, die ja massiv gestiegen sind, die Arbeitskosten, Labor Cost, und auf der anderen Seite die Produktivität massiv gesunken ist. Das ist praktisch ein Hinweis darauf, dass wir in einem stagflationären Szenario sind, wo weiterhin die Preise sehr hoch sind, aber die Wirtschaft eben sich deutlich abschwächt. Das ist eine Zahl gewesen, oder wir haben eine solch schwache Produktivität wie seit 1948 nicht mehr. Die Folge ist normalerweise eine Rezession, aber die Frage ist, kommen die Preise dann wirklich so runter? Oder ist eben durch all diese Dinge, die wir jetzt sehen oder gesehen haben, Corona und dann vor allem Ukraine-Krieg, bleibt da der Preisdruck hoch? Man sieht in manchen Bereichen schon, die sagen also, diese Lieferengpässe, die sind deutlich weniger geworden hier. Zum Beispiel nach Aussagen von Leuten, mit denen ich spreche, in bestimmten Bereichen. Sei es drum, kommen wir zu den Märkten. Meine Damen und Herren, hier sehen wir den S&P 500 auf 60-Minuten-Basis oben im RSI nach wie vor. Eine negative Divergenz, sind jetzt auf also einer Aufwärtstrendkanallinie angekommen. Wir sehen, dass wir gestern jetzt so eine Art Reversal-Kerze gesehen haben, beziehungsweise vorgestern schon begann das, als wir ja im S&P nochmal nach oben gegangen waren, dann allerdings deutlich nach unten kamen. Gestern haben wir dann das Tagestief vom Montag wieder unterboten. Ist das eine Wendeformation? Fragezeichen. Schauen wir uns mal hier diese Dinge an, etwa den VIX, der jetzt von dieser Unterstützungstrendkanallinie einer längerfristigen abgeprallt ist, eine grüne Kerze zeigt, jetzt praktisch über seinen Abwärtstrendkanal nach oben muss, während der S&P 500 im unteren Chart eigentlich bei diesem steilen Aufwärtstrend, den er jetzt gemacht hat, das erste Mal so ein bisschen rausgefallen ist. Und hier sehen wir mal die Bullish und Bearish Signals und den S&P 500. Wir sehen, dass wir also nach wie vor sehr, sehr stark überkauft sind. Wir haben jetzt leichte Rücksetzer gesehen, aber im Vergleich zu den Anstiegen, so 15% beim S&P 500 seit dem Tief Mitte Juni, ist das natürlich noch relativ wenig. Und hier sehen wir mal SPY und Triple Q, also S&P 500 ETF und Nasdaq ETF, da sehen wir, dass wir das erste Mal jetzt seit längerer Zeit sowohl im Nasdaq als auch beim Spider, respektive beim S&P 500, den 5-Tages-Durchschnitt jetzt von oben kommend nach unten gebrochen haben. Also wir sehen einen gewissen Trend-Change, könnte man sagen. Damit ist nicht gesagt, dass es jetzt direkt nach unten geht, aber es zeigt, dass offenkundig mit der Dynamik nach oben jetzt das erste Mal ein Problem besteht. Und das liegt daran, dass die Rate-Hike-Expectations jetzt wieder deutlich gestiegen sind und auf der anderen Seite die Rate-Cut-Expectations, also die Erwartung der Märkte, dass die Fed zwar erstmal die Zinsen anhebt, dann die US-Wirtschaft in eine Rezession bringt, worauf sie dann im nächsten Jahr die Zinsen wieder senken muss. Aber diese Senkungserwartungen sind jetzt auch zurückgegangen, während die Anhebungserwartungen in Sachen Zinsen weiter gestiegen sind. Und unten sehen Sie die Zinskurve bei der 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihe, fast minus 0,50, also fast minus 50 Basispunkte, also fast 0,5% rentiert die 2-jährige höher als die 10-jährige. Klare Zinskurveninversion normalerweise ein Hinweis auf eine anstehende Rezession. Kommen wir noch to something completely different. Kommen wir zu meinem fast allerbesten Freund Elon Musk, der jetzt gesagt hat, also ich habe jetzt noch mal ein paar Aktien verkauft, so um und bei für 5 Milliarden Dollaris, und hat gesagt, ja, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich doch Twitter übernehmen muss, was er ja jetzt nicht mehr so richtig will, hat er also noch mal ein bisschen Cash generiert. Und die böse Zungen sagen, naja, dieser Anstieg von 40% bei der Tesla-Aktie seit diesem Tief im Juni
nach einem eher mittelmäßigen Quartalsbericht durch Tesla. Ich glaube, der war nicht wirklich hervorragend, auch wenn die Aktie daraufhin gestiegen ist, aber sei es drum. Da glaubt einer, das war kein Zufall, dass die Aktie jetzt gestiegen ist, sodass der Elon nochmal für etwas höhere Preise verkaufen konnte. Jedenfalls sehen wir, dass die Retail-Investoren, also Privatinvestoren, massiv vor allem über Optionen wieder reingegangen sind auf die Long-Seite bei Tesla. Und Elon Musk hat also in diese Euphorie der Privatanleger jetzt seine Aktien abgegeben. Das ist ja ein Muster, was wir jetzt kürzlich gesehen haben, auch mit den Meme-Stocks, dass da auch über Optionen bei Bed Bath & Beyond, GameStop, AMC und so weiter hier getradet wurde. Wir haben jetzt auch Daten aus China bekommen in Sachen Inflation. CPI 2,7%, niedriger als 2,9% erwartet, dennoch der höchste Wert seit 2 Jahren. Und die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise bei 4,2%, niedriger als 4,9% erwartet, aber eben auch ziemlich hoch. Und wir sehen, oder wir haben ja kürzlich gesehen, die Import- und Exportdaten aus China. Und da gibt es ja einerseits die Daten der Zollbehörde und einerseits die Daten der Devisenbehörde. Und SAFE ist diese Devisenbehörde, Customs ist Zoll. Und hier sehen wir, dass die ziemlich weit auseinander liegen. Also irgendwie sollten die Chinesen mal ihre Daten ein bisschen einheitlicher manipulieren, würde ich sagen. Das macht dann einen besseren Eindruck, wenn du da einfach in der Manipulation Fehler machst. Das ist vielleicht jetzt nicht so gut. Meine Damen und Herren, wie geht es jetzt weiter? Das werden wir natürlich heute 14:30 wissen. Da werden wir bei Finanzmarktwelt natürlich drüber berichten, was bedeutet das, wie reagieren die Märkte, warum reagieren sie so, wieso, weshalb und so weiter. Und jetzt noch 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren. Erstens mal zum Goldpreis, der hat sich ja deutlich erholt, ist gestern auf 1800 Dollar gestiegen. Woher kommt diese Robustheit, wie geht es weiter, wird natürlich sehr maßgeblich auch von den heutigen Daten abhängig. Und ein Artikel, der zeigt, wie die deutsche Industrie Gas einspart, ziemlich innovativ, teilweise ziemlich kreativ. Allerdings sind natürlich da die Produktionskosten deutlich höher als vorher, aber dennoch, man versucht eben von diesem Gas wegzukommen, um unabhängiger zu werden von den russischen Lieferungen. Also 2 Artikelempfehlungen plus natürlich 14:30 Must-Watch Finanzmarktwelt, um zu wissen, was passiert, warum es passiert und ein paar Erklärungen dazu. Also wir sehen uns hoffentlich dann nachher 14:30. Jetzt erstmal das Allerbeste. Servus und ciao.